Hallihallo, liebe Jungfrau. Nun sind wir bei deinem Oktober-Reading. Ich hatte die Energien leider nicht vorher. Sollte vorher nicht sein. Aber seit gestern Morgen spuckt mir das im Kopf, dass Jungfrau jetzt dran ist. Und wir wollen mal gucken, was für dich im kommenden Monat wichtig ist. Zeit ist fließend und das ist eine Kollektivlegung und kann nicht auf jeden zutreffen. Und dann wollen wir mal sehen, was die Jungfrau dann im kommenden Monat mitkriegt. Das ist ganz schön viel. Wo fangen wir denn an? Also es geht voran. Da soll was vorangehen. Es wird rund. Du willst was aufbauen. Und Kreativität. Das heißt also du, liebe Jungfrau, wenn du was aufbauen möchtest und voranbringen möchtest, dann musst du selber mal was dafür tun. Ja, stur, mutig, also Witter, Löwe. Und das Rad des Schicksals. Da kommt von außen was auf dich zu, liebe Jungfrau. Dafür brauchst du Mut. Und das, was du voranbringen willst, da ist ja auch die Eins mit dem Witter. Da ist auch die Sturheit. Also, wenn du was vorantreibst, willst du das auf Biegen und Brechen. Dann setzt du dich dafür ein. Und ja, dafür brauchst du Kreativität. Also. Cleverness auch. Und Mut. Mut. Ja, was haben wir dann noch? Schaffe Struktur. Na, da muss irgendwo Struktur rein. Und such den Austausch. Das Luftenergie haben wir hier zweimal. Den Wassermann auch. Na, also nicht Luftikus. Nicht heute so und morgen so. Wenn du was willst, dann überleg dir vorher ganz genau, was du willst. Wo es hingehen soll. Und nicht, weiß ich nicht, und heute vielleicht und morgen dann doch. Na, also da musst du dir schon sicher sein. Und das kostet auch ein bisschen Mut, was du da brauchst, machst oder was auf dich zukommt. Das kostet Mut und Kraft und Eigeneinsatz. Für die Jungfrau bitte im Oktober. Worum geht's da? Für die Jungfrau Geborenen im Oktober. Ein paar Karten bitte. Für die Jungfrau. Aha, da ist der Schlüssel. Gespräche. Also hatten wir da oben ja auch. Sucht den Austausch. Gespräche. Die entweder was öffnen oder Gespräche, die mit Sicherheit stattfinden. Aber du hast den Schlüssel dazu. Hier, du musst was voranbringen. Also wenn du sprechen willst, dann Hand und Fuß. Überleg dir, was du sagen willst. Aha. Hier haben wir das Risiko. Das Risiko. Riskante Gespräche mit einem Freund. Es geht um Ehrlichkeit, Vertrauen. Wir hatten ja den Mut. Es braucht Mut, was zu sagen. Vielleicht ist das auch ein Risiko, irgendwas zu erzählen, sich einem Freund anzuvertrauen. Worum geht es noch bei der Jungfrau, bitte? Was dürfen wir da noch wissen? Also der Hund, der Freund, es kann ja auch ein Helfer sein. Die männliche Energie. Die schaut da rein. In den Hund. In das Risiko. In das Gespräch.
und in die Sicherheiten. Worum geht es da noch? Hier ist es auch ein Risiko, jemandem zu vertrauen. Man möchte vielleicht nicht so unbedingt was sagen, das kostet Mut. Weil auch die Wahrheit, die kann ja oft nicht angenehm sein. Was haben wir denn da bekommen? Zweifel. Du zweifelst, was einen Neuanfang angeht. Es kann auch sein, dass es Streit gab wegen der Kinder. Deine Kinder sind ein Geschenk für dich. Aber vielleicht hast du auch Zweifel, was Neues anzufangen, darauf zuzugehen. Weil wir haben ja das Risiko. Und das kostet Mut. Dieses Gespräch kostet Mut, was du da voranbringen willst. Das hatten wir ja oben. Du möchtest ja was Neues beginnen. Worum geht es dann noch? Wir hatten ja auch das Schicksalsrad, die äußeren Umstände. Wir hatten ja hier, suche den Austausch, also eventuell mit einem Freund. Struktur reinbringen. Mut, den Löwen. Ja, du musst Impulse da reingeben, also das Gespräch, damit was vorangeht, was du auch unbedingt möchtest mit dem Widder. Damit eine Sache rund werden kann. Und das kann daran liegen, dass äußere Umstände daran schuld sind. Ja. Da haben wir den Mond. Was haben wir da noch? Worum geht es da noch? Was ist der Mond? Der Wunsch, das Geheimnis, die Nacht. Was ist da im Verborgenen? Was ist der Mond? Worum geht's da? Was ist mit der Seele? Eine Entscheidung, eine Seelenentscheidung. Eine Entscheidung, die du aus der Seele triffst. Aus deinem Inneren. Es geht um dein Glück. Es geht um dein Glück. Was ist das denn für ein Glück? Worum geht das bei der Jungfrau? Was ist das für ein Glück? Worum geht es da? Was ist das persönliche Glück, der Wunsch? Ja, irgendwas geht da nicht weiter. Kein Wachstum mehr. Das glückliche Leben, was zu Ende ist. Das glückliche Leben, was zu Ende ist. Worum geht es da noch? Da haben wir die Eulen. Kummer. Ist ja auch Seelenkummer. Nächtlicher Seelenkummer. Irgendwas belastet dich. Was belastet die Jungfrau dann? Wo geht es da im Leben nicht weiter? Das ist der Tiefgang. Die Kummergespräche. Und hier haben wir die weibliche Energie. Du machst dir Sorgen. Sorgen um eine Frau machst du dir. Es kann sein, dass diese Frau krank ist. Was sind das für Kummergespräche, Seelengespräche, Seelenbelastung über ein Wachstum, der nicht weitergeht? Worum geht es da für die Jungfrau? Was dürfen wir da noch wissen? Was geht da nicht weiter? Da kommt nichts mehr. Da ist nur noch der Fuchs gekommen. Der kann für Cleverness stehen, entweder du bist da oben ja ein Risiko eingegangen, also
Schlau, Schlauheit. Oder Misstrauen. Misstrauen. Wir schauen mal mit einem anderen Kartendeck für die Jungfrau. Wir hatten ja oben die männliche Energie, die in den Hund schaut, also ins Vertrauen. Die Karten sind ja so gefallen. Also kein Misstrauen. Auch wenn es da irgendwie nicht weitergeht, gerade das Glück. Kein Misstrauen. Für die Jungfrau, was gibt es da noch zu sagen? Worum geht es da? Hoffnung, offene Entscheidung, die männliche Energie. Die männliche Energie muss diese Entscheidung treffen. Wir hatten ja oben auch die männliche Energie, die ins Risiko schaut, was zu sagen. Das kann natürlich auch sein hier, ich traue mich nicht. Die männliche Energie trifft eine Entscheidung. Aber das dauert. Also man ringt sich da nicht gleich durch. Oder man ringt da schon lange mit. Also wir haben ja den Baum da. Da haben wir das kurze Glück. Okay. Worum geht es da noch? Vielleicht gibt es seit kurzem auch Hoffnung auf irgendwas. Wir hatten den Wunschbrunnen, den Mond. Also steht ja auch für Wünsche. Das Schiff steht ja auch für Hoffnung. Entfernung. Was ist da noch? Wieder die männliche Energie. Aha, da passiert plötzlich was. Also demnächst. Das dauert auch nicht lange. Demnächst passiert plötzlich was, was zu einer Entscheidung führt. Es kann etwas sein, was von außen auf dich zukommt. Okay. Worum geht es da noch? Was ist das für eine Entscheidung? Das sind zu viele. Was ist das für eine Entscheidung bei Jungfrau? Das Buch ist noch geschlossen. Es ist etwas, was auf dich zukommt, langsam. Das kannst du jetzt noch nicht sehen. Aber es wird dein Leben verändern. Hier, das Rad des Schicksals. Was steht in dem Buch? Was steht in dem Buch? Spirit, was steht in dem Buch? Ja, da haben wir wieder das Schicksal. Da kommen von außen Nachrichten auf dich zu. Es geht um eine Bindung. Und am Kartendeck haben wir das Ende. Eine Bindung, die endet. Was ist das für eine Bindung, die endet? Was geht da für eine Bindung zu Ende? Was transformiert sich da? Was transformiert sich da? Bitte für die Jungfrau. Eine Frau, also die weibliche Energie. Die Bindung zu einer Frau endet. Da kommt schicksalhaft was auf dich zu. Da kommt plötzlich Klarheit in eine Sache. Was ist das für eine Klarheit? Was ist mit dieser Frau, mit der weiblichen Energie? Was ist das für eine Klarheit? Eine ältere Frau. Das wieder. Der Wachstum, der aufhört. Das hatten wir da ja auch. Das Leben.
was nicht weitergeht. Unruhen. Dich macht etwas nervös, liebe Jungfrau. Dich beschäftigt das? Da, innerlich. Was ist denn mit dieser älteren Frau? Worum geht's da? Okay. Bitte ein, zwei Karten noch. Haben wir das aufeinander zugehen, die Gefühle und das Glück. Und da sind die Zweifel. Die Zweifel. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Da ist viel Gefühl. Der gute Ausgang. Okay. Unterm Kartendeck haben wir das Haus. Also du selbst. Das ist das, was dich beschäftigt. Okay. Was gibt es für die Jungfrau da noch zu sagen? Aus diesem Deck noch irgendwas? Ja. Familie. Familie, Gespräche in der Familie. Okay. Für die Jungfrau. Was dürfen wir da noch wissen? Jetzt im Oktober. Worum geht es da noch? Schiff. Das heißt ja, dieses Hin und Her. Mühe und Arbeit. Die männliche Energie macht sich Gedanken. Was das Glück angeht, vielleicht auch ums Geld. Wir hatten ja auch die Fische da. Die männliche Energie macht sich Gedanken, was das Glück angeht. Das ist so ein Hin und Her zwischen Hoffen und Bangen. Worum geht es da noch bei der Jungfrau? Ein bisschen konkreter, bitte. Und jetzt dann noch. Okay. Da. Man fühlt sich gefangen in einer Situation. Da ist wieder das Glück, was endet. Es ist da etwas, was dich nicht glücklich macht. Fragen wir doch mal ganz genau. Warum ist Jungfrau denn so unglücklich? Worum geht's da? Bei diesem Unglück, was plötzlich von außen da auf dich zugekommt. Bitte noch ein paar Informationen. Ja. Es geht um die weibliche Energie. Das kann wirklich sein, dass es der Frau nicht gut geht und du dir wirklich Sorgen machst. Der Wachstum, also was da nicht weitergeht, gesundheitlich. Okay. Bitte noch mehr Informationen für die Jungfrau, bitte. Verlust. Das ist eine Reise zu Ende. Eine Lebensreise. Da ist eine Lebensreise zu Ende.
Ja. Wir gucken noch mal mit einem anderen Kartendeck. Worum geht es bei der Jungfrau? Was ist da für eine Lebensreise zu Ende? Plötzlich und unerwartet. Worum geht es da? Da sind wieder die Nachrichten, die kommen, die von außen auf dich zukommen, plötzlich. Ja, wieder. Das wird in Kürze passieren. Das weißt du noch nicht. Diese Nachrichten kommen erst noch auf dich zu, liebe Jungfrau. Von einem Freund. Was sind das denn für Nachrichten? So. Nachrichten, die Gedanken bringen. Das sind die Nachrichten. Sind auch vertrauensvolle Nachrichten. Also wir hatten ja da die Familie, familieninterne Nachrichten. Und im Kartendeck hatten wir wieder die Bindung. Eine Bindung, eine Reise des Lebens, die zu Ende ist. Worum geht es dann noch bei der Jungfrau? Was dürfen wir da noch wissen? Für die Jungfrau, bitte. Ja. Klarheit in einer Sache. Klarheit, was die Zukunft angeht. Klarheit, was eine Zukunft angeht. Da haben wir die Hoffnung auf einen guten Ausgang, viel Gefühl. Und am Kartendeck liegt der Fuchs. Falsche Hoffnung. Falsche Hoffnung. Falsche Wünsche und ja, betrogene Gefühle. Das fühlt sich alles falsch an, nicht richtig, was da von außen auf dich zukommt. Unfair auch. Unfair kriege ich rein. Was passiert denn da von außen? So schicksalshaft. Worum geht's da? Bitte für die Jungfrau ein paar Infos. Ja. Da ist was zu Ende. Da ist mit Sicherheit was zu Ende. Was ist denn da zu Ende? Worum geht's da? Das Ende einer Bindung. Ja. Eine ältere weibliche Person. Die Bindung zu einer älteren weiblichen Person endet. Das kommt von außen auf dich zu. Ja. Wir nehmen noch einmal ein anderes Kartendeck. Was ist denn der Tipp für Jungfrau? Was kann Jungfrau tun? Was kann Jungfrau tun? Ein, zwei Karten noch bitte. Was kann die Jungfrau tun? Was kann ihr helfen? Dankeschön. Ja. Da haben wir wieder die ältere Frau. Das Gleiche, was eben lag. Aus der Familie, eine ältere Frau. Mutter, Großmutter, eine Frau, die älter ist als du. Ja, tiefe Gefühle. Das ist aber auch die Seele, die sich auf die Reise macht. Zum Abschluss bitte noch. Was wird da konkret noch passieren? Was wird da konkret noch passieren, bitte? Da mit Sicherheit, da ist wieder der Schlüssel.
Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Dankeschön. Ja. Da geht das um das Leben, was in Mangel geht. Tja. Das ist nicht mehr glücklich. Da ist noch der Fuchs dazu gefallen. Also Krankheit. Irgendjemand ist krank. Diese ältere Frau aus der Familie. Das sind die Nachrichten, die auf dich zukommen. Mit Sicherheit. Aber noch ist das blockiert und das wird auch sehr, sehr schwierig für dich werden, liebe Jungfrau. Noch ist das blockiert. Noch weißt du es nicht. Das sind äußere Umstände, die in naher Zukunft auf dich zukommen. Was dürfen wir, Jungfrau, da noch? Ein Rat, ein Tipp. Noch was zu sagen. Ja. Gucken wir mal. Ja. Jetzt haben wir die Bindung, die plötzlich gelöst wird. Hier, die Gedanken und der Turm. Traurigkeit. Und es gibt da auch keinen Neuanfang. Ja. Liebe Jungfrau, schau, was du damit anfangen kannst. Für den einen oder anderen macht das Sinn und der weiß, wovon ich rede. Also ich weiß auch so, wovon ich rede. Für mich sieht das so aus, als wenn eine ältere Frau aus der Familie sehr schwer erkrankt ist und es wirklich ernst wird. So schicksalhafte Nachrichten. Wir hatten da das Leben, was plötzlich abgetrennt wird. Die Bindung, die gelöst wird. Ja. Das hier, schwierig. Das wird nicht einfach für dich, liebe Jungfrau. Ich wünsche dir alles, alles Gute.